Harald! Gottfried Nagel, jetzt halt doch mal die Sabbel, du gehst mir auf den Sack. Wo kann man dich denn stumm schalten? Du mit deinem dummen Gelaber jedes Mal. Am Anfang war es ja noch lustig, aber du musst auch mal wissen, wann es gut ist hier. Hallöchen, willkommen zurück in den Wonderlands von Tiny Tina in Folgenummer, lasst mich lügen, 30, glaube ich, müsste es sein. Und, wuhu! Was? Wuhu, runde Zahlen. Ach so, ja, Jubiläum, dies, das, Schnickschnack, Ananas. Und wir sind hier immer noch im Gebiet der Bohnenranke, aber ich glaube tatsächlich, dass wir nicht mehr wahnsinnig viel zu tun haben. Wir haben gerade noch mal ganz kurz ein bisschen rekapituliert. Und wir sind uns nicht sicher, ob wir in der letzten Folge schon eine Quest ausgewählt hatten. Wir vermuten mal schon, weil wir den Kommentar bekommen haben, dass die uns an eine coole Stelle führt. Aber leider wussten wir nicht mehr, welche es war. Wir wissen nur, dass wir erstmal nicht die Hauptquest weiterverfolgen, weil Hauptquest macht man immer erst, nachdem man alle Nebenquests abgeschlossen hat. Das ist eine Faustregel des Rollenspiels. Und die Wahl fiel auf ein kleiner Gefallen. Sie bietet eine neue Perspektive und wir wollten alle wissen, was damit gemeint ist, weil die Beschreibung ist doch äußerst spärlich und da gucken wir einfach mal nach, würde ich sagen. Wenn das jetzt nicht die Quest ist, die uns an den coolen Ort führt mit dem coolen Boss, dann ist das nicht schlimm, denn wir werden es auf jeden Fall später noch machen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch die Quest. 50-50 Chance. Nee, eigentlich ist es keine 50-50 Chance. Und an der Stelle gleich nochmal ein kleiner Shoutout, eine Erwähnung. Ihr könnt gerne auch lange Kommentare schreiben, weil sich derjenige nicht ganz sicher war, ob das erwünscht ist, in Anführungszeichen, oder nicht. Schreibt Romane, wie ihr wollt. Schön auch kurze Kommentare schreiben. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ihr könnt sogar auch einen langen Kommentar auf viele kurze aufteilen. Also macht das, wie ihr möchtet. Wie es euch... Also aber könnt ihr machen, aber ich wäre trotzdem dafür, dass ihr euch zumindest entscheidet, ob lang oder kurz. Ja, aber also, ne? Aber ihr könnt natürlich trotzdem alles machen, was ihr wollt. Außer bitte macht keinen kurzen Kommentar und füllt ihn mit Leerzeichen, um den zum langen Kommentar zu strecken. Also das wäre doof. Also das fände ich irgendwie Quatsch. Aber sonst dürft ihr alles machen. Nee, aber im Ernst, wir freuen uns über Kommentare und wenn ihr ausführlich kommentiert, heißt das ja, dass ihr auch ausführlich damit beschäftigt habt und das ist natürlich immer cool. So, passt mal auf, wir müssen irgendwie hier links rüberkommen. Ich weiß aber noch nicht genau wie. Aber wir finden es raus. Bin ich mir zu 63% sicher, dass wir das schaffen. Wie kommst du jetzt auf 63? Ist eine mathematisch berechnete Formel, würdest du nicht verstehen, aber vertrau mir einfach. Oh, was ist? Ich hab keine Ahnung. Wir können es über den Pilz da hinten probieren. Vielleicht geht's darüber. Let's try it. Oh. Wer ist denn hier tot? Ah, ihr heilt euch schon. Erst Benin, dann ich. Das. Finde ich ein bisschen lustig, um ehrlich zu sein. Das den Action-Skill, Matze, den du als erstes hattest, wo du so dunkle Materie aus dir raus schreist, wie auch immer. Da kannst. Was ich da echt schade finde, ist, dass du in dem Zeitraum nicht untargetable bist. Also mir ist jetzt schon mindestens 3-4 Mal passiert, dass wenn ich einen Action-Skill mache, ich verrecke. Okay. Was ich ein bisschen doof finde. Ich bin nie gewesen bei einem Action-Skill. Ja, aber in dem Fall, ich kann mich ja nicht bewegen. Also, ich was glaube, soll ich das machen? Problem bei dem Action-Skill ist, dass du halt deine Gesundheit dafür opfern musst, ein Stück weit. Das auch, ja, na klar, aber... Also, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schade. So, wie kommt man denn jetzt... Ah, ich... Keine Ahnung, von da vielleicht? Nee, sieht auch nicht so aus. Geist, müssen wir Schnellreise betreiben? Ich glaube nicht, dass uns Schnellreise an der Stelle weiterhelfen wird. Wenn ich ehrlich bin. Oder müssen wir... Ich habe vielleicht eine Idee. Also ihr wisst, wo wir hin müssen, ne? Aber... Ja, ja. Die Idee hatte ich auch. Was heißt denn ihr? Ach, hier. Hier rüber. Über die Wüffern-Insel meinst du? Genau. Ja, ja, genau. Ja. Das erschien mir auch jetzt gerade am plausibelsten, aber ich war der Meinung, dass wir eigentlich die Wyvern-Insel schon abgegrast hätten. Deswegen bin ich mir da
trotzdem nicht ganz unsicher sicher. Unsicher, ja, unsicher, das trifft es ganz gut. Aber schauen wir mal, vielleicht irre ich mich ja, soll es ja geben. Bisweilen. Oh, ich, na, selten, aber... Ich glaube, hier unten, wo Kevin ist, sind wir falsch. Naja, das ist falsch, komplett lost. Also gehen wir mal hoch, da wo wir dem Wurm das Schaf verfüttert haben. Und da wusste ich schon das letzte Mal, nee, wo es die Treppe ist zum Hochgehen. Ach, ich habe einen Würfel gefunden, ich hau mal. Da ist ein Portal irgendwo hin. Ah, das war... Eine 6 hast du gewürfelt, ja, oder? Ja, ja. Das ist ein Portal, sag ich. Also ich sehe ein Portal auf der Insel, vielleicht müssen wir... Vielleicht... Ach so, auf der da drüben? Ah, ja, Benny hat recht. Da ist ein Portal. Das ist natürlich insofern schlecht, als dass das Gegenstück ja basically überall sein kann. Ja. Wobei... I have another idea. Jetzt bin ich gespannt. Hau mal raus, Kevin. Naja, es ist ja ein Portal an der Stelle, wo wir angefangen haben, die Folge. Ach so, das hatte ich auch noch gesehen. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich glaub's nicht, aber I will try. Nee, oder hatten wir das vielleicht schon mal irgendwann genommen und gesagt, nee, es ich weiß, wenn wir es schon mal genommen hätten, müsste da drüben ja ein Stück des Landes entdeckt sein, aber es ist ja komplett unclaimed, sag ich mal. Deswegen bin ich jetzt richtig, ne? Mal davon aus, dass wir da noch nie gewesen sind. Bist du da drüben, Benny? Ein Sturm zieht auf. Du bist schon da, okay. Ja, das ist ein Schnellreise. Ich kümmere mich um die Pilzplage hier. Zauber sind geladen. Gut, aber Vorsicht, Matze, die Pilze sind nicht zu unterschätzen. Nee, Pilzvergiftung generell ist ganz gefährlich. Ich hatte beide Way erst bald. Achso, ich dachte, du kommst jetzt mit. Ja, ich hatte erst eine Pilzvergiftung. War richtig geil. Finde ihn und brech ihn auf. Schön grün Knollenblätterpilz zwischen die Hämmer, Beißerchen gedroschen. Richtig geil. Krankenhaus, Leberzirrhose, dies, das. Volle Programm. Hier oben ist das Portal, ne? Frage ist, wie man da hochkommt. Was steht auf dem Programm? Töten? Hä? Jetzt mal. Real Rap. Ja. Oder kommt man da gar nicht hoch und man kommt nur da oben raus? 5000 Goldmünzen verloren. Bist du gestorben? Benny. Nee, ich bin auch gestorben. Die ist halt nicht genau, wo. Also ich habe den Eindruck, dass das falsche Portal ist und man nur oben rauskommt. Vermute ich auch, ja. Drüben ist ein Portal. Sieht man die Portale denn irgendwie auf der Map? Das würde ja vieles einfacher machen. Na, dann ist es jetzt deine Aufgabe, das rauszukriegen. Lass mal das Portal hier probieren. Weil hier waren wir noch gar nicht. Ich komme mal zu euch, jo. Wenn ihr jetzt hier rumexperimentiert. Möchte ich schon dabei sein. Ha! Jo! Ha! Ihr habt's gefunden! Oh, okay. Benny, du bist es einfach! Dann habe ich jetzt bedauerlicherweise okay. Keine Ahnung, wo gesagt das Portal ist, weil ich nicht weiß, wo ihr gewesen seid. Aber ich werde es finden. Oh. Du musst die Schnellreise nutzen. Ich gehe zurück. Ich wollte es mal zu gerade. Okay. Nee, Kevins, Kevins Dingens ist besser, Kevins Ansatz. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich komme als bald. Ja, genau. Ich will nicht nachdenken, wenn ich es nicht unbedingt muss. Vor allem nicht, wenn ihr es schon rausgefunden habt. Wieso soll ich denn dann noch nachdenken? Ist doch übelste Verschwendung von Ressourcen, genau, danke. Zack, hier rein. Wir sind noch mit der Knappe messen. Ja, gerade bei mir, jetzt sind wir da. Oh, schön, das war ja fast sowas wie ein Rätsel. Also, wahrscheinlich haben nur wir uns so blöd angestellt, aber, ja. Na gut. Denke nicht, Kevin, ich denke nicht. Ich will mal mit Josef reden. Na, mach mal. Ich weiß, dass ihr da drin seid. Aber wie du sagst, was Falsches. Du da, ich brauche kompetente Hilfe. Da ist Kevin der Richtige. Meine dummen Lehrlinge haben mich aus meinem eigenen Heim ausgesperrt. Du musst mir helfen, hier entlang. Bestimmt durchwälzen sie meine Notizen und Folianten auf der Suche nach dunkler Magie. Du musst hinein, bevor sie etwas freisetzen, das sie nicht begreifen können. Nun, Moment. Siehe.
Dieses Portal bringt dich in mein Heim. Es ist dein Zuhause. Solltest du nicht selbst reingehen? Da sieht man, dass du keine Ahnung von Portalmagie hast. Man kann sein eigenes Portal nicht benutzen. Das ist Bullshit. Warum sollte man dann Portale machen können? So Quatsch. Kannst du uns mal bitte den Ausweis zeigen mit Adresse, dass du hier wirklich wohnst? Weil ich möchte hier keinen Einbrecher. Benny ist schon drin. Toll. Was ich wo? Ich bin nirgendwo drin. Wie ich befürchtet habe, Portalmagie und nekromantische Energie sind unverträglich wie Öl und Wasser oder Skaar und das menschliche Gehör. Meine dummen Lehrlinge versuchen sich an dunklen Künsten. Halte sie auf, bevor wir alle den Preis zahlen. Das ist ja mal gerade richtig geil. Ja, oder? Das ist lustig, ja. Tatsächlich pretty funny. Neue Munition. Hier oben ist ein Würfel. Das war mir schon klar. Würfel mal. Eine 7! Nice, Benny! Bestes Ergebnis dieser Folge. Mehr als du! Er hat sich im Keller verschanzt und wendet das Botsche Sakrament an. Das Botsche Sakrament? Dumme Lehrlinge! Oh Gott! Castor muss gestoppt werden! Blenzen, gebrauche deine elenden, gebrochenen Gebeine einmal zu etwas Gutem! Meister, ich will es versuchen. Au! Und du? Klettere auf Blenzen. Okay. Blenzen, so ist Nein! Es. So, und jetzt betritt den Keller. Ach so, hier. Ah, rüber. Da wollte ich eigentlich hin. Ja, wer blockt mich denn hier? Ich. Ich war Erster. Mir egal. Hapert wohl oder was? Ich frag mich ja, wo pennt denn der Dude? Der hat doch nur einen Sessel und einen Schreibtisch. Okay. Sessel reicht doch zum Schlafen. Aber doch nicht immer. Oh nein. Vielleicht hat er noch ein... Ich hab's mal runtergetroffen. Nein. Oh. Müssen wir denn jetzt eigentlich hin darüber? Ja, aber wir haben's verkackt. Wieso? Na, ich bin runtergefallen und du auch. Ich dachte, wir mussten den Käfig hier runterdreschen. Ja, schon. Ah, scheiße, das wollte ich nicht. Das Botsche Sakrament ist nicht für dich gedacht. Ich habe genug. Warum ist denn Benny schon weiter? Meister, weil das ist nervig, wenn da solche Rutschen sind. Ich wusste nicht, dass es mich schon da durchgeht. Hä, wo warst du denn überhaupt? Na, dort, wo wir hin müssen. Wie? Ich bin auf das, auf den Käfig gesprungen und dann einfach weiter nach vorn gesprungen. Na, uns hat's aber runtergedonnert. Na, weil ihr nichts könnt. Ach, hier. Nee. Weil ihr nichts könnt. Nee, aber... Hat er aber woher soll ich vorher wissen, dass ich da... Weil deine Questmarkierung literally war. Ich weiß jetzt aber nicht, wie... Guck mal hier, ach, hier. Du musst schon da hoch, du musst einfach da rein... Ja, ich hab's verstanden. Hier ist aber auch kein Bett. Also, wo pennt der denn? Weiß ich jetzt nicht. Dummer Lehrling, das Botsche Sakrament ist ein nekromantischer Zauber, der den Anwender zum Skelett macht. Du hast Goal. Weniger Macht als vorher. Das Astro-Skelett in Normalgröße. Oh, das macht relativ viel Damage. Ja, ich, so rein von der Beschreibung her könnten wir tatsächlich auch die Quest gemacht haben, die gemeint war. Weil es ist ein cooler Raum und ein Bossgegner, der nicht Ob ganz... Ob mir jemand helfen könnte? Nicht ganz ohne ist, muss ich ehrlich sagen. Ach, hier, das ist sorry. Matze läuft weg. Ja, ich hab es nicht gesehen. Mein ganzer Nahkampf bringt hier überhaupt nichts. Magische Geschosse! Oh! Bin down. Ich bin doch hochgesprungen! Ja, ich bin auch down. Benny. Tschüssi! Wow, lol, sorry. Warte. Oh. Nee, ich bin tot. Sag das doch schneller. Ich hab's literally gesagt, als ich down war, Benny. Diesmal nicht. Den hab ich einfach nur nicht gehört. Sonst hätte Kevin ja jetzt auch nicht gesagt, er ist auch down, weißt du? Das würde ja sonst keinen Sinn ergeben. Was zwar grundsätzlich möglich wäre bei mir, aber... Ich so die Umgebungsgeräusche nicht gehört. Wie dem auch sei, wir können schon mal festhalten, es stimmt... Alter. Schreck mich doch nicht so. Könnt ihr mal festhalten, es stimmt, es ist tatsächlich
ein Bossgegner, der nicht ganz ohne ist. Ja, dem ist wohl so. Na, also das ist tatsächlich... tatsächlich mal ein harter Brocken. LOL. Na, wenn das nicht mein Lieblingskiller wäre. Aber wir sind zumindest immer noch ein paar Minions, die können wir... ist wie ich... wie ich dem Kreis da ausweichen kann. Ich hab all die Magie. Hier, wieder, ich spring hoch und ich bin trotzdem tot. Ja, ich hab's vorhin auch gehabt, dass es... also gerade eben das Hochspringen mir leider nicht geholfen hat. Ja, ich muss doch irgendwie ausweichen können. Also bei mir hat das Hochspringen geholfen. Ich glaube, du musst den richtigen Moment abpassen. So. Ja, jetzt habe ich einen gut erwischten Moment. Der war gut. Wenn Benny halt nicht immer in Infight gehen würde, wäre das bestimmt auch ein bisschen einfacher. Wo bist denn du hier? Alles gut, ich krieg's hin. Okay. Bin auch schon wieder tot. Bin da. Oh, das war pretty knapp. Na, das war nicht der Plan. Ach man, hier hin? Ich krieg das Timing nicht hin. Schon kommt das bei jeder meiner Waffen. Bin down. Benny. Schade, dann bin ich nochmal tot. Rescue. Danke. Ich hab's versucht, Kevin. Es tut mir leid. Es war echt close. Danke. Alles gut. Willkommen in der Knochenzone. Ich bin gleich da, wenn ihr kurz. Genau, weil ich das gewartet habe. Du kannst nicht entkommen. Ich wollte die Enzyklopädie. Nein, ich bin. Oh, ah, jetzt habe ich aber auch einen Moment richtig hart verpasst. Ah, der ist halt literally eine Millisekunde vorher geschickt und tot. Jo, wo bist du da hinten? Ah. Mann! Ah, nee, sorry. Ist schwierig, jemanden wieder zu beleben, muss ich sagen. Sehr, sehr schwierig. So, der könnte jetzt mal ein paar Minions spawnen, einfach nur. Damit ich mich retten kann. Minions? Ja, immer mal wieder. Ja, hin und wieder mal. Ah, ich hab's nicht geschafft. Mich nervt das war so halt, knapp. Ich hätt's fast geschafft. Mein kompletter Action-Skill useless ist. Vielleicht ist da der mit dem Pfeil wieder gut. Du kannst ihn ja jederzeit ändern. Du hast ja mehrere zur Auswahl. Danke, dass du dich meines dummen Lehrlings angenommen hast. Jetzt ist er tot, oder? Naja, hört sich so an. Aua. Schwerber den Loot abgreifen. Hier ist ja sogar was. Lila Farben ist dabei. Was aber gar nicht mehr so gut ist. Genauso wie... Ei, du lebst ja noch. Stopp mal bitte, danke. Ja, das Schild ist gut gesehen. Bis auf die Kapazität. So, ich habe eine Klamotte für jemanden von euch dann. Sorry. Und ja, du hast recht, du hast recht. Oh, warte mal. Hier liegt ja was Orangenes. Mad Max, du hast recht, wir sollten uns tatsächlich die Gegenstandsbeschreibungen hin und wieder auch mal durchlesen. Wow, holy shizzle, ist das ein geiler Zauber. 615 mal 2 Damage, 20 Crit Chance, gute Abklingzeit. Fire and Forget, einfacher Zauber, finde ich gut. Rüst dich aus, finde ich gut. So, was haben wir noch? Ah, entschuldig bitte. Da musste ich mal ganz kurz ein bisschen durch die Gegend niesen. So, was haben wir denn hier? Das ist neu. Eine Klamotte. Eine Klamotte, die besser ist. Oh ja, deutlich besser als meine jetzige. Und ein Schild, was leider nicht besser ist. Also die alle Statistiken bis auf die Kapazität sind... besser, aber die Kapazität ist halt signifikant schlechter. Kevin, oder? Nee, ich brauch's nicht. Ich hab genau das gleiche. Ist die besser? Das mit dem Spornhüter kannst du wieder mitnehmen. Weiß ich nicht. Außergewöhnlich viele Pistols hier, oder? Oh, das würde ich so nicht sagen.
Also zumindest habe ich den Eindruck, dass ich sehr viele Pistols kriege. Und ja, du findest diese Bonk-Laute relativ geil. Ich weiß aber nicht, warte mal, ich lese mir mal durch. Nahkampfangriffe erzeugen ein springendes Flammenschädelprojektil hinter deinem Ziel, das 100% Waffenschaden als... Okay, das klingt tatsächlich doch ganz geil. Ich probiere die mal aus. Weil die hat zwar unterm Strich weniger Damage, aber das klingt ziemlich gut. Die markiere ich mir aber mal als Favorit, damit ich sie nicht versehentlich verkaufe. Das kann auch mit weg. So, okay. Oh, hier liegt ja noch lilanes Zeug. Ist das für mich? Ja, kannst du. Das ist nett gemeint, aber leider brauche ich nichts davon. Okay, dann nicht. Kann sich einer von euch dran erquicken? Nehme ich das wieder mit. Oder halt verkaufen, je nachdem, wonach euch der Sinn steht. So, aber lootmäßig war der Boss für mich gerade sehr, sehr... Oh. Ist das Blaue etwa noch besser? Ja, es hat 0,6% mehr Grabsprosskraft, aber... Wobei Zauberschusskraft brauche ich nicht, ne? Kritische Nahkampftrefferchance. Was ja auch nicht schlecht ist, wenn ich jetzt... Ja, ich glaube tatsächlich, das ist noch ein bisschen besser, die Klamotte. Die ist noch ein Zacken besser, obwohl sie blau ist statt lila. Krasser Scheiß. So, ich bin da... Harald! Gottfried, nein, jetzt halt doch mal die Sabbel, du gehst mir auf den Sack. Wo kann man dich denn stumm schalten? Du mit deinem dummen Gelaber jedes Mal. Am Anfang war es ja noch lustig, aber du musst auch mal wissen, wann es gut ist hier. Herrschaftszeiten. Da ist aber jemand böse. Da geht mir echt auf die Nüsse. Jedes Mal, wenn ich irgendwas reden will, dann kommt der Labersack und quatscht irgendeinen Müll. Proportionen. Ausgezeichnet. Und das ohne die üblichen Nebenwirkungen der Ergrößerung wie Übelkeit und Zahnverflüssigung. Nun komm. Was? Hier ist deine Belohnung. Du hast trotz der Machenschaften meiner dummen Lehrlinge gute Arbeit geleistet. Da im Gegensatz zu dir, ne? Blinzen, komm sofort raus! Das habe ich mir verdient. Nibbler! Es tut mir leid, Meister. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Tja, als erste Wiedergutmachung kannst du schon mal den Keller fegen. Er ist voller Skelette. Ja, Meister. Und du wirst dabei ein Skaf sein. What? Oh. Ich meine, ist lustig, aber ziemlich unpraktisch, ne? Ich glaube nicht, dass das Ding einen Besen bedienen kann. Das Scaff. Aber ist schon irgendwie knuffig, also. Das ist schlecht. Aber die bewegen sich echt unbeholfen, also holy shit. Naja. Ich bin Level Up. Nice. Herzlichen Glückwunsch dazu an der Stelle. Ich muss sagen, die Quest fand ich doch pretty nice. Die war schon humoristisch auf einem guten Niveau. Bisschen enttäuscht, dass hier oben kein Würfel ist. Ah, vielleicht war ja mal einer und Benny hat ihn schon gefunden. Das kann natürlich auch sein. Ich habe schon eine Waffenkiste gefunden. Das wundert mich auch nicht. Das eine schließt das andere aber nicht aus. Du kannst trotzdem auch noch einen Würfel gefunden haben. Ja, das stimmt schon. Ah, ich habe einen Würfel gefunden. Ah, siehst du? Und ich habe schon eine 10. Eine Wahl für die nächste Quest. Ja, erzähl mal mehr. Ich möchte gerne nicht die mit Prachthuf machen, sondern die andere da. Legendäres Fliegedings möchte ich gerne machen. Okay, zack. Klingt gut. Benny. Du bist doch Berserker, oder? Ja. Da habe ich möglicherweise etwas für dich, was cool sein könnte. Schauen wir mal, wo bist denn du? Okay. Lala. Was? Okay, das war definitiv zu viel. Es war schon lange zu viel. Leute. Wo ist denn der Würfel? Nee, ich hab's für dich, weil es für mich gespawnt ist, aber du kannst trotzdem. Ja, aber da bei dem Löffel war sicherlich noch was anderes. Ja. Geh einfach Kevin nach, der hat ihn schon gefunden. Da wollte ich extra nicht runtergehen vorhin. Ich dachte, da trigger ich was. Da wollte ich nicht runtergehen. Ja, siehst du, jetzt bin ich runtergegangen und ich hatte auch mal meinen Glücksmoment. Siehst doch mal so. Harald! Ja, das wollte ich. Oh Gott, ich glaube, er bringt ihn irgendwann noch um. Ich würde, wenn ich es könnte, ohne Witz, ich würde ihn erschießen. So, wo müssen wir denn hin, Gefährten? So. Ich muss erstmal zu Benny, denn ich habe hier noch einen. Du siehst bescheuert aus in diesem Ding. Ein Kettchen für ihn.
sterbliche Narr! Vielleicht kannst du damit ja was anfangen. Wer ist der wahre Narr? Der Narr oder der drauf. Narr, der dem Narren hinterher laufen muss? Feuerschaden. Nee. Jenny! Ach, wir müssen dafür auf die Oberwelt, kann das sein? Ja, das kann sein. Nee. Nee, ich bin nicht doof. Unbedingt, aber vielen Dank. Nee, warte mal, das ist ein Amulett. Da warte mal. Du kannst es vergleichen mit dem, was du jetzt einen Moment hast, ne? Also du musst es nicht manuell machen. Du kannst einfach auf das Ding einmal mit der linken Maustaste draufklicken. Ja, ich wusste nicht, ob ich schon aufnehmen muss dafür. Ja, muss ich. Ach so. Also es bringt mir ein bisschen mehr Berserkerkraft. Aber Statuseffekt, Chance und Schusswaffen, Nachladegeschwindigkeit ist nicht ganz so geil. Nee, danke. Kannst wieder haben. Ja, kannst behalten. Verkauf's halt. Okay, danke. Brauch jetzt hier nicht irgendwie. Müssen wir nicht Müll tauschen. So, Kevin, du meintest, du bist dumm. Erzähl mir mehr. Ja, weil ich was Falsches gedacht habe. Mir nach. Wir müssen doch auf die Oberwelt. Okay, warte mal. Warte. Vorher würde ich gerne was kurz verkaufen. Sagt, warte mal und springt durchs Portal. Ne, da war Kevin noch so. Wartet! Ja, also, nee, ich hab Schnellreise gemacht einfach. Und wenn ihr Schnellreise hierher macht, dann sind auch zwei Automaten zum Verkaufen. Deswegen sage ich ja mir nach. Hier gibt's ja noch eine Laute zum Kaufen. Zeig schon mal her. Wo bin ich denn? Die Laute ist besser als meine. Die Toxin-Metal-Laute der Mythen. Was kostet der Spaß? 140, was hab ich denn? 166. Ist gekauft. So, wo ist Kevin? Schnellreise. Da. Wartet, ich muss. Schnellreise zu Bonagetta. Ich würde kurz auch noch verkaufen, nicht. Wenn das okay ist. Aber da kannst du doch dann zur Oberwelt einen Übergang nehmen. Ja, aber wir müssen dann nicht zu dir dafür. Nee, Kevin muss ja einfach nur die Schnellreise initiieren, aber wir müssen das okay dafür geben. Weil Kevin sagt, hier ist auch ein Verkaufsautomat, ihr könnt doch alle herkommen und sowas. Ja, könnt ihr doch auch. Aber das klang so, als sollten wir das machen. Ja. Sondern halt nicht. Also ich wäre jetzt bereit, ihr komischen Guys. Ja. Ich möchte auch nicht komisch sein. Okay, dann ist halt nur Benny komisch. Der kommt damit klar. Komischer Benny, ey. Komisch. Ja, Benny, es kommt auch neuer Loot. Na. Reißen Sie sich mal zusammen. Oh, Leute, wie lange waren wir jetzt in Knäueldrift? Nein, was ist hier denn? Ah, Kevin hat sorry, den habe ich nicht gesehen. Ist okay, Kevin. Kampf. Ich habe den gar nicht gesehen. Achso. Ich hätte können nie zuschlagen, weil ich ihn nie gesehen habe. Ja, nicht zuschlagen ist ja auch irgendwie zu spät zuschlagen. Also so gesehen hatten wir beide recht. Seltsame Aber ein random Fight pro Folge ist schon okay. Kriegt da zwar irgendwie nie mit, wo die ganzen Leute sind, aber trotzdem. Mit. Das ist okay, Matze, das ist okay. Müsste mal ein bisschen Nahkampf machen hier. Ah, hier ist einer. Aua! Nee, war das. Jetzt kein Projektil gesehen, aber es hat zumindest Spaß gemacht. Man kann schlecht sein, man kann aber auch einfach Kevin heißen. Meine Güte. Ich dem auf Nahdistanz dreimal daneben geschossen habe, ist das schon impressive. Muss an der Stelle mal Props geben an Mad Max, the one and only. Du hattest recht, die Laute ist tatsächlich sehr, sehr gut als Nahkampfwaffe. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt dazu führen wird, dass ich permanent in den Nahkampf gehe, aber ich weiß jetzt zumindest, dass wenn ich mal in den Nahkampf gehen muss, ich eine Waffe habe, die sehr ordentlichen Damage raushaut. Also, Dank geht raus an der Stelle. Richtig nice. Props gehen raus, sagst du. Ja, nee, muss man auch anerkennen an der Stelle. Ne? Ist schon so, Hier ist ein Ring, den könnte eventuell Benny gebrauchen. Ich hätte ja auch noch eine Klamotte, die eventuell Benny gebrauchen könnte. Ist halt voll das Loot-Fest für Benny, ey. Ist so. Insane. Komplett. Mir fällt nichts ein. Nee, nicht unbedingt. Dann nicht. Kann Matze das wieder mitnehmen? Oder auch nicht, bevor er liegen bleibt? Alles mitgenommen, beruhigt dich. So, Geist und Geister.
Ja? Wir kommen hier nicht zu dem Würfel. Würfel. Nee, ist richtig. Scheiße. Da ist noch was gesperrt. Aber egal, deswegen sind wir ja auch gar nicht hier. Wir wollen ja schließlich. Dieser Schrein ist der Göttin Grindana geweiht. Ja, das hast du schon mal gesagt, ja, Tina. Jetzt wiederhol dich mal bitte nicht. Soll ich mal reingehen? Ja, ich geh rein. Ja. Ausstieg. Was? Ab in die Höhle. Nachdem wir jetzt so lang in luftigen Höhlen unterwegs waren, ist eine Höhle, glaube ich, mal eine ganz coole Abwechslung. Das sollte der Ort sein. Ist jetzt noch ein Kampf gekommen? Nee, das sind die Höhlen. Alles klar. Zu denen es übrigens keine Karte gibt. Okay, ich muss meine Shotgun austauschen, die macht kaum noch Damage. Die enttäuscht mich gerade ein wenig. Voll die Enttäuschung. Hä? Och nee, es ist neben dem Fass explodiert. Ah, Kevin, ich weiß auch nicht, warum du immer so ein Fass aufmachen musst, ganz ehrlich. Ja, weiß ich auch nicht, danke. Bist du blöd genug, dich mit mir anzulegen? Wow, muss mir für dieses Spiel, glaube ich, mal meine Maus-Makro-Tasten. Hat er schon wieder Fass aufgemacht? Meine Maus-Makro-Tasten legen, weil ich vertippe mich auf meiner Tastatur permanent, was Zauber, Action-Skill und Nahkampf angeht. Hm. Habe ich richtig, hab ich auch richtig hart Probleme mit, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ja. Mhm. Ich hab gar keine Probleme. Also, ich Fettfinger da immer übelst daneben, ne? Ey! Jetzt habe ich ein Fass aufgemacht. Oh, was sind denn das für geile Zuckerwürfel? Das ist mein Zauber. Geil. Geil. Der ist ja mal insane. Die Würfel jumpen durch die Gegend und machen Säure-Damage. Wie geil ist das denn? Not bad, actually. I like it! Wo ist der andere? Ich kann es gerade nicht sehen, aber ich sitze gerade grinsend hier. Oh, guck mal, was ist das? Waffenkiste. Das ist ja mal ganz schöner Müll diesmal, aber gut. Nee. Der Loot hat für mich schon gegönnt in dieser Folge, deswegen beschwere ich mich leise. Ich heule leise. Nur für euch. 3, 2, 1, Risiko. Oh, nee, doch nicht. Krass. Risiko, die Neue. Oh. Das Fliegedings muss da drin sein. Schafft ihr das Gesindel? Bin einfach zu krass für dich, Matze. Das Fliegedings. Oh, Schild, was war denn das? Hat jemand von euch die Feuerkugel als Zauber? Ja. Ist ja insane. Wieso? Weiß ich nicht. Die hat gerade irgendwie Eindruck auf mich gemacht. Hab mich gerade. Macht viel Damage, ne? Nö, auch von der optischen Erscheinung her wirkte sie halt einfach wuchtig, mächtig und ziemlich geil. Oh, schade. Schade, die wirkt wuchtig, ich dachte, mächtig. So, das ja, ich will, dass sie Damage macht, der Rest ist mir doch egal, wie sie aussieht. Ja, natürlich macht die auch Damage. Oh, okay, dann ist es cool. Okay. Oh. Bist du happy? Ja. Gibt das Ding ja irgendwie nicht weg. Ach, das ist ja doch nicht Reginald, Mensch. Nein, ich bin tot. Woran, Bruder? Can somebody help me, please? Yes, I'm on my way. Oh, thank you very much. No problem. Das Fliegedings muss in dieser Truhe sein. Ich kann es kaum erkennen. Alles klar, Fliegedings. Meins? Oh, legendäres Fliegedings. Hm, was für ein Fliegedings? Es war eine Fliege. Ach, hier. Hä? War da ja nichts drin? Weiß Kevin schon mitgenommen. Weil ich schon rausgenommen habe. Kevin hat sich das Fliegedings direkt unter den Nagel gerissen. Ja. Aber Benny braucht mir immer so lange, weißt du? Sein Glut und Gemache und Besuche da. Weiß ich nicht. So, dann müssen wir mal zu Raela zurückkehren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht mehr gewusst, wo die steht, ohne die Questmarkierung. Er ist. Bin ich auch ehrlich. Perfekt! Genau der legendäre Style, der meine Marke nach vorne pusht. Danke!
Ein Autogramm gibt's aber nicht. Ja, alles cool. Okay, dann nicht. Mies. Legendäres Fliegedings. Mag ich nicht, die Frau. Hä, hey, doch, die ist voll stylisch. Die hat ein Fliegedings. Oh, Leute, wir sind aber richtig hart am Questen heute, muss ich sagen. Schon zwei Nebenquests, ne? Wir hatten auch schon Nebenquests, die haben sich über 3-4 Folgen erstreckt, aber heute hacken wir mal richtig durch hier. So, dann erübrigt sich auch die Frage, was wir als nächstes machen. Es gibt nämlich nur noch ein einziges To-Do auf unserer Nebenquestliste. Und wir müssen Lager auf der Oberwelt zerstören. Aber das machen wir nicht mehr heute. Genau. Oh, beide haben sie mich gleich mal abgecatcht hier. Habt ihr natürlich recht. Wenn wir so auf die Zeit gucken, dann können wir mit dem Ergebnis dieser Folge heute, glaube ich, auf jeden Fall maximal zufrieden sein. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich hat der Loot heute richtig gut gegönnt. Ich bin mega happy, was das angeht. Ich glaube, ich habe heute mit meinem Charakter einen Schritt nach vorne machen können. Da bin ich tatsächlich sehr froh drüber. Und auch die Quests haben mich heute durchaus abgeholt. Also gut, das mit dem Fliegelings war so eine Stino-Nebenquest, aber die erste war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Kann man mal machen. Ja, die war nice. Hat mich abgeholt. Genau, Mensch, eine Nebenquest haben wir noch. Die machen wir in der nächsten Folge fertig. Und dann, liebe Freunde, geht's auch mal wieder an die Hauptquest. Die haben wir jetzt schon einige Zeit nicht mehr gemacht. Seit, wie heißt er nochmal? Torg. Seit Torg den Ozean gesprengt hat und wir hier auf den Gründen des Meeres wandeln können, haben wir der Hauptquest keine Liebe mehr zukommen lassen. Es wird also mal wieder Zeit, dass wir storymäßig ein paar Schritte nach vorn machen. Und auch da bin ich schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber das erfahren wir alles in der nächsten, respektive übernächsten Folge. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Schaltet gern nächsten Freitag wieder ein, wenn es wieder heißt, Tiny Tina's Wonderlands ist dabei. Und ihr seid hoffentlich auch dabei. Wir wünschen euch eine fantastische Woche. Bis dahin, haut rein, lasst uns ein Däumchen da, dies, das, wisst ihr Bescheid. Ciao. Macht's gut. Ciao.